OKX Test und Tutorial. Wir haben in diesem Video eine der weltweit führenden Kryptobörsen für euch unter die Lupe genommen. OKX ist eine im Jahr 2017 gegründete Kryptobörse. Damals hieß sie noch OKEX, seit 2022 heißt sie nur noch OKX ohne das E. Nach Handelsvolumen ist OKX eine der weltweit führenden Kryptobörsen. Ihr Hauptquartier hat sie auf den Seychellen, weitere Büros hat sie in Singapur, Hongkong, den Vereinigten Arabischen Emiraten, auf den Bahamas und in den USA. Auf CoinGecko belegt sie den 6. Platz und auf CoinMarketCap sogar den 3. nach deren eigenem Ranking. Damit befindet sich diese Exchange auf jeden Fall in der Crypto Champions League. Daher verwundert es auch nicht, dass sie sich äußerst marketingfreudig zeigt. So treten sie unter anderem als Trikotärmelsponsor von Manchester City auf und sind prominent auf dem Formel 1 Boliden von McLaren zu sehen. Des Weiteren verfügt OKX über einen eigenen ERC-20 Token mit dem Kürzel OKB. Der OKB Token konnte sich in den letzten Jahren überdurchschnittlich gut entwickeln und erst jüngst im März 2024 sein Allzeithoch ausbilden. Damit performt dieses Asset einen Großteil des Kryptomarktes aus. Last but not least bietet OKX auch eine eigene Hot Wallet an und die Website ist auf Deutsch. Und das erwartet euch in dieser Review. Wir gucken uns natürlich an, wie ihr auf OKX sowohl Fiat als auch Kryptowährungen ein- und auszahlen könnt. Wir gucken darauf, wie hoch die Gebühren sind, wie viele Coins es dort zu kaufen gibt, welche Sicherheitsfeatures zur Verfügung stehen, welchen Support es gibt, wie es um die Benutzerfreundlichkeit bestellt ist, welche Features OKX anbietet und natürlich, wie ihr diese Kryptobörse bisher bewertet habt. Außerdem melden wir uns im Tutorial bei OKX an und gehen die wichtigsten Funktionen einmal durch. Wir starten mit den Einzahlungsmöglichkeiten. OKX bietet den sogenannten Expresskauf an. Dabei kannst du per Kreditkarte für Euro alle bei OKX verfügbaren Kryptowährungen direkt kaufen. Um das nutzen zu können, muss man sich vorher verifizieren. Das haben wir im gleich noch folgenden Tutorial gemacht. Ansonsten kann man alle bei OKX gelisteten Kryptowährungen auch einzahlen. Wir scrollen einmal durch die Liste durch und ihr seht, hier sind alle mit dabei. Die Höhe der Gebühren richtet sich bei OKX nicht nur nach dem 30-Tage-Handelsvolumen, sondern auch danach, wie viel Assets ihr bei OKX eingezahlt habt. Die Stufe 1, die startet bei einem 30-Tage-Handelsvolumen von 0 bis 100.000 Euro und hinterlegten Vermögenswerten bis zu 20.000 Euro bei einer Maker-Gebühr von 0,14% und einer Taker-Gebühr von 0,23%. Das ist absolut im Rahmen vergleichbarer Kryptobörsen. Es gibt immer eine, die da noch günstiger ist. Es gibt aber auch einige, die da teurer sind. Die Abhebegebühren von Kryptowährungen schwanken wie üblich von Blockchain zu Blockchain und auch von Tag zu Tag, je nachdem, wie hoch die Netzwerkgebühren gerade sind. Bei OKX könnt ihr mehr als 300 Coins und Token am Spotmarkt kaufen. Die Zahl der Handelspaare liegt bei über 500. Ob es sich also um die Klassiker wie Bitcoin und Ethereum oder große Altcoins wie Solana, XRP, Ton, ADA und Doge handelt, kleinere Projekte oder sogar die Token anderer Exchanges wie zum Beispiel BNB oder CRO, hier sollte man erst einmal fündig werden. Bevor wir gleich im Tutorial die Sicherheitseinstellungen für deinen eigenen Account angucken, gucken wir erst einmal auf OKX generell. OKX bietet einen Proof of Reserves oder auf Deutsch einen Nachweis der Reserven. Dabei wird das letzte Verifizierungsdatum angegeben und wir sehen für die 22 abgebildeten Coins eine 100%ige Deckung, teilweise sogar eine Überbesicherung, darunter natürlich Bitcoin, Ethereum, die wichtigsten Stablecoins und noch einige weitere Coins. OKX gibt an, die Vermögenswerte ihrer Kunden mit einem Online-Offline-Speichersystem und einem Multi-Signature-Schutz zu verwahren. Und für turbulente Zeiten, sagen sie, gibt es den OKX Risk Shield, in dem eine gewisse Reserve angelegt wird. Dennoch kommt es immer wieder zu Zwischenfällen. So konnten im Dezember 2023 Hacker Kryptowährungen im Gesamtwert von 2,7 Millionen US-Dollar erbeuten.
Im Juni 2024 sah die Börse sogar deutliche Abflüsse in Höhe von über 630 Millionen US-Dollar, weil Kunden und Branchenexperten Sicherheitsbedenken äußerten. Immer wieder waren Benutzerkonten kompromittiert und Assets gestohlen worden. OKX kündigte die Bereitschaft an, alle Opfer entschädigen zu wollen. Wer also auf der Suche nach Sicherheit ist, der wird hier wahrscheinlich mehr Risiko in Kauf nehmen, als ihm lieb ist, und für deutsche Nutzer liegt kein regulatorischer Schutz vor. Der Support entspricht in etwa dem, ja, leider etwas dürftigen Branchenstandard. Auf der Webseite gibt es ein Hilfecenter, wo man sich die erste Selbsthilfe selber geben kann. Und dann gibt es noch einen Chatbot, der allerdings nur auf Englisch mit einem chattet. Die Plattform ist recht übersichtlich aufgebaut. Man findet hier die für die Kryptobranche üblichen Eingabemasken und Features und es wird einem eine im Prinzip bekannte Nutzeroberfläche geboten. Das gleiche gilt für die App, die wir uns gleich im Tutorial nochmal ein bisschen näher anschauen. Hier wird einem eine im Prinzip intuitive und selbsterklärende Nutzeroberfläche angeboten. Gehen wir die Features von OKX einmal der Reihe nach durch. Wir haben hier oben den Expresskauf, den wir euch schon gezeigt haben. Unter Entdecken kann man sich alle Märkte anschauen. Hier gibt es bei Möglichkeiten nochmal die tagesaktuellen Gewinner und Verlierer. Unter Handeln kann man hier dann in den Spotkauf reingehen. Wir können auch hier Kryptowährungen direkt konvertieren. Hier unter Wachsen kann man auch noch On-Chain-Renditen verdienen. Wir gucken einmal rein. Sehen hier die verschiedenen Protokolle und die APY, die jährliche Rendite, je nach Protokoll. Es gibt hier oben unter Aufbauen die Möglichkeit, das Web 3 zu erkunden. Es gibt einen Bereich für Entwickler und für dezentrale Apps. Und wenn man institutioneller Händler ist, wird man hier auch noch abgeholt. On top gibt es noch eine Academy, in der die wichtigsten Begriffe entschlüsselt werden. So, wir sind jetzt auf der Webseite von OKX und wir melden uns einmal an. So, wir stimmen zu. Werbung wollen wir nicht. Wir haben keinen Refcode und klicken auf Registrieren. Jetzt haben wir eine E-Mail erhalten. Dann möchte OKX noch unsere Telefonnummer. Sollen sie auch kriegen. Der Telefoncode kommt auch innerhalb weniger Sekunden an. Und jetzt überlegen wir uns noch ein starkes Passwort. Damit sind E-Mail und Telefon verifiziert und wir sind das erste Mal auf OKX. Und wir sehen jetzt das Erste, was uns hier angeboten ist, dass wir uns hier weiter verifizieren. Gucken wir einmal rein. Das ist dann die individuelle Verifizierung. Gehen wir den Prozess einmal durch. So, und unser Gerät unterstützt nicht die Verifizierung über einen mobilen Browser. Wir müssen jetzt die OKX-App öffnen. Wir haben uns jetzt mit Personalausweis und Selfie bei OKX verifiziert. Es dauert angeblich 2 Minuten und so lange schauen wir uns hier weiter um. Wir wollen jetzt aber zu Beginn natürlich direkt auch noch unsere Sicherheitseinstellungen einmal überprüfen. Also empfohlen wird, in den Sicherheitselementen hier im Sicherheitscenter Passkeys einzurichten. Wir gucken mal die Authenticator-App. Das haben wir natürlich alles schon. Damit scannen wir jetzt zum Beispiel mit Authy den dort angegebenen QR-Code. Lassen uns hier einen Telefoncode schicken. Das ist jetzt der 3. oder 4. in diesem Prozess hier. Und hier verschwindet das jetzt. Wir haben es also eingerichtet. Jetzt können wir noch einen Anti-Phishing-Code einrichten. Auch sehr schönes Feature. Dieser Code, den wir jetzt hier eingegeben haben, in dem Fall einfach mal BTC Echo 2024, der wird uns jetzt in allen E-Mails angezeigt, die wirklich von OKX kommen. Hier wird jetzt auch direkt schon die Zwei-Faktor-Authentifizierung verlangt. So, jetzt die Passkeys, die wir nicht eingerichtet haben, die verbleiben hier noch. So, die 2 Minuten bei der Authentifizierung per OKX-App sind rum, aber wir sehen, es sind plötzlich noch zusätzliche Informationen erforderlich. Wir gucken mal, was das sein soll. Hier fehlte noch die Postleitzahl und es wird wieder überprüft. Schauen wir uns in der Zwischenzeit weiter bei OKX um. Nehmen wir einmal an, wir wollen Kryptos kaufen, dann geht das hier per Express, das hatten wir schon. Hier unter Handeln können wir mal im Spotmarkt nachschauen. Wir sehen hier, wir sind im Moment im Handelspaar BTC gegen Euro. Wir wechseln mal zu USDC und hier sind wir jetzt in der typischen Eingabemaske. Wir können jetzt hier, wenn wir ein Guthaben auf diesem Account, auf diesem Konto bei OKX hätten, könnten wir jetzt hier ganz einfach kaufen. Die Eingabemaske hier bei OKX
mit den bekannten Features Limit Order, Markt Order, hier noch Take Profit und Stop Loss Trailing Stop gibt es hier. Auslöser und erweitertes Limit kann man noch einstellen. Ansonsten sehen wir hier die ganzen Features, die wir uns unter dem Punkt Features auch nochmal anschauen werden. Wir gucken einmal, welche weiteren Kryptowährungen hier noch zu handeln sind. Wir sehen jede Menge. Hier bleibt erstmal kaum ein Wunsch offen. Und hier oben unter Entdecken werden uns auch nochmal alle Kryptowährungen angezeigt, die hier handelbar sind. Jetzt gucken wir nochmal in unsere Wallet. Die finden wir hier oben unter Vermögenswerte. Klicken wir einmal drauf. Hier können wir jetzt zum Beispiel Krypto einzahlen. Hier warten wir noch auf die Verifizierung, beziehungsweise wir müssen hier sogar noch weitere Fragen beantworten. So, und das dauert jetzt bis zu 24 Stunden. Gucken wir uns trotzdem nochmal hier weiter um. Ja, einzahlen geht nicht, erst wenn unsere Verifizierung durch ist. Ansonsten sehen wir hier oben in der Reiterliste nochmal unsere offenen Orders, den Orderverlauf, die Handelshistorie und die Finanzierungshistorie. Und hier steht es, man kriegt die vergangenen 90 Tage angezeigt. Das finde ich ein bisschen schwach. 180 Tage hatten wir schon bei Tutorials hier bei vergleichbaren Kryptobörsen. Es gibt aber auch Kryptobörsen wie zum Beispiel Kraken oder Coinbase. Da kriegt man das über mehrere Jahre angezeigt und kann über mehrere Jahre auf seine Kryptotransaktion zurückgreifen. Das ist natürlich wichtig für die Steuererklärung. Sonst muss das hier alles innerhalb der nächsten 90 Tage dokumentiert werden. Hier oben gibt es unter Entdecken noch die Möglichkeiten. Das ist nach meinem Dafürhalten Quatsch, denn wer auf Tagesgewinner und Verlierer springt, der läuft oft den Marktbewegungen hinterher. Insofern warten wir weiter 24 Stunden auf unsere Verifizierung. Ja, wir werden benachrichtigt, sobald die Überprüfung abgeschlossen ist. Gerade mal eine Stunde ungefähr nur gedauert, bis OKX uns verifiziert hat. Das ging jetzt deutlich schneller als die ursprünglich angegebenen 24 Stunden. Und wir können jetzt anfangen, hier Kryptoassets einzuzahlen. Entweder hier direkt oder wir gucken hier über Einlegen. Das kommt aufs Gleiche raus. Wir suchen uns jetzt hier die Kryptowährung aus. Nehmen wir an, wir haben ein bisschen USDC. Wählen uns das Netzwerk aus. Es gibt eine Mindesteinzahlung hier über die Ethereum Main Chain. Können uns natürlich auch Layer 2s auswählen, nehmen wir einfach mal Optimism und dann können wir jetzt diese Adresse hier kopieren und können jetzt über Optimism, wenn wir dort USDC haben, an OKX einzahlen. Adresse kopiert, jetzt müssten wir zu einer MetaMask wechseln oder zu irgendeinem anderen Konto, wo wir unser USDC haben. Wir können mal gucken, Bitcoin hier auf der Bitcoin Mainchain. Dann können wir jetzt diese Bitcoin-Adresse hier kopieren und können jetzt unsere Bitcoin, die wir auf irgendeiner anderen Exchange oder auf irgendeiner Wallet liegen haben, können wir jetzt hier mit dieser Adresse einzahlen. Wir können auch mal gucken, wie es aussieht, wenn man Euro einzahlen möchte. Das geht hier per SEPA. Es dauert bis zu 2 Geschäftstage und hier scheint ein Limit von 300.000 Euro drauf zu sein. Was ich ganz interessant finde, ist, zum Schutz Ihres Kontos kann es bis zu 30 Tage dauern, bis Sie mit dem Auszahlen von Kryptowährungen beginnen können, die Sie mit eingezahlten Geldmitteln oder per Kartenzahlung erworben haben. Ihr aktuelles Krypto-Auszahlungslimit beträgt 2000 USDT. Da ist die Frage, ob das per Tag ist. Ansonsten finde ich schon ziemlich happig, hier 30 Tage darauf zu warten. Nehmen wir an, ich kaufe mir jetzt für ein paar hundert Euro Bitcoin und muss 30 Tage warten, bis ich diese Kryptowährung auszahlen kann. Das finde ich ist ein starker Minuspunkt. Wir können jetzt mal so tun, ob wir hier etwas einzahlen möchten. Klicken auf Weiter. Dann erhalten wir hier eine IBAN, an die wir überweisen können. MT beim IBAN-Code heißt Malta. Wir zahlen also auf ein maltesisches Konto ein und haben hier alle Daten, die wir brauchen. Minimum 1 Euro und es kann bis zu 2 Geschäftstage dauern. Dafür wird keine Gebühr für diese SEPA-Zahlung erhoben. So, nehmen wir an, wir möchten jetzt einmal eine Abhebung vornehmen. Dann nehmen wir hier ein bisschen USDC, das wir haben, wollen das On-Chain abheben, geben eine USDC-Adresse ein. Wir wählen das Netzwerk aus. ERC20, Ethereum Mainchain, im Moment sehr günstig mit 1,24 nur. Ansonsten könnte man hier auch Polygon nehmen, Optimism, Arbitrum. Wir nehmen mal Polygon. Wir haben einen Mindestbetrag, haben die 80 Cent Netzwerkgebühr und wenn wir jetzt über dieses Guthaben verfügen würden, könnten wir jetzt hier weitergehen. So, gucken wir mal, wie das aussieht, wenn wir Bitcoin abheben wollen. Wir geben mal eine Bitcoin-Adresse ein, machen das Ganze auf der Mainchain,
Nehmen wir an, wir haben 0,03 BTC. Wir dürfen pro 24 Stunden 171 Bitcoin abheben. Und wenn unser Konto jetzt diese Größe, dieses Volumen hätte, 0,03 BTC, dann könnten wir jetzt hier unten einfach auf Weiter klicken. Und jetzt, wo die Verifizierung durch ist, machen wir noch einen kurzen Spaziergang durch die App von OKX. Das sieht soweit alles sehr übersichtlich aus. Wir können jetzt hier unten zum Beispiel über Portfolio können wir unsere erste Einlage vornehmen. Das sieht im Prinzip genauso aus wie gerade in der Browser-Version. Wir können jetzt mal gucken, wenn wir hier Euro einzahlen möchten, dann haben wir hier denselben Warnhinweis, kriegen hier wieder alle Daten, die wir brauchen, um dann an die maltesische IBAN unsere Euro zu überweisen. Wenn wir eine Kryptowährung einzahlen wollen, dann funktioniert das auch ähnlich wie im Browser. Wir suchen unser Netzwerk aus, kopieren die Adresse und können dann an diese Adresse die Überweisung vornehmen. Einmal Kryptos direkt kaufen. Dazu hätten wir jetzt hier unseren Account aufladen müssen. Ansonsten macht die App hier einen sehr übersichtlichen, aufgeräumten Eindruck. Wir gucken nochmal die Trade-Funktion an. Wenn wir jetzt Bitcoin kaufen wollen würden, wäre das sehr einfach zu tun. Wir haben hier direkt die Voreinstellung 50 Euro, 100 Euro, 150. Aber wir werden natürlich aufgefordert, erst unseren Account hier entsprechend zu monetarisieren. Wie gesagt, alles in allem sehr übersichtlich die App mit den wichtigsten Funktionen, die man intuitiv direkt nutzen kann. Und gucken wir abschließend noch auf eure Nutzerbewertungen. Was haltet ihr als Schwarmintelligenz von OKX? Und wenn du selbst bereits schon Erfahrungen mit OKX gemacht hast, dann lass gerne unter diesem Link hier deine Bewertung da und hilf mit, den Kryptospace besser und sicherer zu machen. Insgesamt habt ihr 42 Bewertungen zu OKX abgegeben und OKX kommt dadurch auf eine Gesamtbewertung von 3,9 von maximal 5,0 möglichen Sternen. Am stärksten bewertet ihr das Leistungsangebot. Die Benutzerfreundlichkeit schon etwas dahinter und der Kundensupport hat hier eurer Meinung nach noch am meisten Luft nach oben. Die neuesten Bewertungen alle schwer negativ. Lest euch das gerne mal im Detail auf unserer Bewertungsseite selber durch. Hier wird es dann wieder etwas grüner und wie gesagt, am Ende kommt OKX bei euch auf 3,9 von 5,0 möglichen Punkten. Und wenn dir dieses Video jetzt gefallen und weitergeholfen hat, dann lass gerne einen Daumen nach oben da, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen.